Ja, seid ihr bereit für die Trophäe? Die... Nee, nicht die Trophäe, doch die Trophäentür. Und das dritte Puzzleteil wird uns dort wahrscheinlich wartet. Hä? Haben wir ein Level vergessen? Kann das jetzt möglich sein? Moment, da waren wir. Ach, hier waren wir noch gar nicht, glaube ich, ne? Schade, das heißt, eine fehlt... Nee, zwei fehlen uns wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? Ich habe keine Ahnung, was das hier alles ist. Ach so, das sind die Zutaten für die Limonade, glaube ich. Schnell, Krok! Limo, fast fertig! Was ist da im Wasser? Können wir ins Wasser? Oh, wir können ins Wasser. Ach so, das sind dann die Zutaten, ne? Ah, jetzt ist das Feuer blau geworden. Das heißt also, das sind dann die Zutaten, die wir hier finden können. Ich zeige euch nochmal genau, wo ungefähr alle sind, damit ihr dann genau sehen könnt, okay, da und da, falls ich das jetzt nicht vergessen habe. Also hier unten war noch ein Päckchen. Und weil wir immer in die Level gegangen sind, mussten wir das neu holen, glaube ich. Daran lag das dann. Das war, glaube ich, der Fehler. Das ist quasi wie die Mission mit dem Schneemann. Okay, dann ist das letzte Päckchen da. Ich glaube, dann haben wir alles. Und dann müssten wir die Limonade gebraut haben. Und vielleicht müssen wir dann sogar nochmal zurück. Ich habe keine Ahnung. Okay. So, wie es aussieht, haben wir jetzt alles. Hoffen wir es mal. Kein Bock, dass sie mich anquatschen. Deswegen ein bisschen versuchen auszuweichen. Ja, schnell rüber. Okay, gut. Ja, genau, hier war der Weg. Ich war ein bisschen gerade verwirrt. Und? Ja, klar, jetzt verlieren wir Energie, ne? Guck, Gobo lässt es regnen. Moment mal, warum regnet es jetzt? Was hat das jetzt für einen Sinn? Hat das was mit dem Vulkan zu tun? Ich denke ja. Ich werde jetzt mal nachgucken. Ah ne, hier bestimmt, oder? Lass mich raten. Ich mache mal einen Save. Ich will nicht wissen, ob wir... Oh, wir kriegen Schaden. Das war so klar. Ich glaube, wir mussten den König anquatschen, weil der wollte doch, glaube ich, dass es regnet oder so ähnlich. Ich werde ihn jetzt einfach mal anquatschen. Ja, doch. Hm, die beste Limonade aller Zeiten. Krok kriegt sie als Belohnung. Ach so. Wir haben jetzt die Limonade bekommen, oder was? Moment. Das müsste ja heißen, dass wir jetzt in die eine Welt können. Oh, wieder zurück. Und da müssten wir dann die Limo aushändigen und dann müssten wir noch was bekommen. Ich hoffe, dies entspricht der Wahrheit. Ja, ja, das ist die Kristallkugel und so weiter und so fort. Ja, vorherigen Orts, also Welt zurückkehren. Ach ja, die Eiswelt. Kosakendorf? War das das? Ja, doch, das war die Eiswelt. Man wird hier von allen Ecken angequatscht. Immer. Gobo liebt Limonade. Mag am liebsten selbstgemachte Limonade. Man macht sie so. Man nehme einen Eimer, einen schönen großen Schachtel Brause, einen Ingwerwurzel fürs Aroma und eine Schachtel Zucker. Man vermischt alles gut und fertig. Hey, ich hab doch, oder nicht? Können wir das jetzt nicht benutzen? Ist das euer Ernst? Haben wir jetzt nicht eben Limonade erhalten? So, ich bin jetzt nochmal zurückgespawnt. Was sagst du nochmal? Kreaturen im Teufelsturm haben schon wieder Ärger gemacht. Sie sind sehr, sehr böse. Ach so, der hat uns, glaube ich, nur den Tipp gegeben, wie man Limonade macht.
Das ist ja irgendwie, ja. Das war also nur ein Tipp. Es war gar nicht davon die Rede, dass wir zurückgehen müssen. Obwohl er sagt, er liebt. Ich habe keinen Schimmer. Ist mir jetzt auch verdammt nochmal egal. Ich gehe jetzt einfach ins nächste Level. Die Sachen hier können wir auch nicht mehr sammeln, also die Zutaten. Vielleicht sagt er ja nochmal, Kokobo lässt die Sonne scheinen. Warum lässt du jetzt die Sonne scheinen? Was hat das jetzt für einen Sinn? Kriegen wir jetzt Limo? Nein, wir kriegen Energie abgezogen. Okay. Komm, ich will einfach ins nächste Level. Oh, Krok, Dantinis waren gemein. Sie waren sehr gemein. Was haben Dantinis gemacht? Dantinis haben mit Feuer gespielt. Feuer hat sie ausgebreitet. Jetzt brennt der ganze Wald. Gobo ist in Gefahr. Hilf ihnen, Krok. Okay, Gobo, Krok löscht Feuer. Boah, die mit ihrer, Yoda-Sprache. Was? 50 Stück? Ach du Scheiße. Das wird bestimmt wieder lustig. Ich sehe es jetzt schon. Genau. Feuer-Dantinis. Okay, da können wir schon mal nicht durch. Da brauchen wir wahrscheinlich Wasser oder müssen Schalter aktivieren oder weiß. Das weiß wahrscheinlich nur hier. Das wissen nur die Dantinis. Oder sagt der Gobo etwas? Moment, das muss ich jetzt gleich mal ausprobieren. Aber ich habe so ein Gefühl, hier ist etwas. Ja, okay, vergiss es. Na, sagst du irgendwas? Bitte. Nein, du sagst natürlich nichts und wir kriegen Schaden. Dankeschön, Gobo, dass du uns geholfen hast. Ja, genau, wir sterben direkt. Egal, wir sind sowieso am Anfang dieses Levels und warum sollten wir da nicht sterben? Dann kriegen wir wieder volle Energie. Es ist eh besser, mit voller Energie in ein Level zu starten, als mit nur ein oder zwei, wie ich das bis jetzt seit der Eiswelt fast immer getan habe. Was ein sehr großer Fehler war im Übrigen, also merkt euch das, schreibt euch das hinter die Ohren oder sonstiges. Es ist wirklich nervig. Ich könnte noch vorschlagen, mit Sorivana Point Blank 1 und 2 und 3 irgendwie zu zocken. Gegeneinander, das wäre bestimmt auch ganz lustig. Vielleicht habt ihr Bock, vielleicht wollt ihr euch das auch geben. Wäre eigentlich eine Alternative. So, ich habe ein komisches Gefühl. Ich verstehe es jetzt nicht ganz, also... Ja. Ich springe über das Feuer, krieg aber trotzdem Schaden. Was ist das? Egal wie hoch wir springen, wir kriegen Schaden. Da ist ja... Ach so. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich umsonst so viel Schaden genommen. Naja, dann müssen wir halt nicht so oft hin und her und das Feuer löschen. Ich wusste nicht, dass wir das im Rucksack transportieren können. Hier, nimm das. Wahrscheinlich wird es nur diese eine Wasserquelle geben, ne? Kann ich mir irgendwie vorstellen, dass wir quasi gezwungen sind, immer wieder hin und zurück zu gehen. Genau. Wir sind ja auch genau durchs Feuer gelaufen, ihr habt es gesehen. Aber ich muss sagen, das gefällt mir. Also, es ist eigentlich ganz chillig und auch nicht so nervig wie andere Levelabschnitte, die wir bisher hatten. Nur, ja, was ist hier? Cool, nix. Also, hier können wir nicht weiter. Was ich jetzt gerade ein bisschen komisch fand. Ich habe eher damit gerechnet, dass wir das Wasser auf die Lava streuen können. Und gleichzeitig wird diese dann für kurze Zeit abgekühlt und wir können da drüber laufen, aber... Okay, ich habe da ein bisschen zu weit gedacht. Ich glaube sogar weiter als die Entwickler damals. Stimmt, der Pfeil hat auch, glaube ich, in diese Richtung hier gezeigt. Nein, Feuer. Oh, das macht uns nachher wieder Schaden, habe ich keine Lust drauf. Wir kriegen sowieso hier wieder Wasser. Krok, du hättest Feuerwehr-Krok werden können. Ich frage mich, ob es irgendwas dafür gibt, wenn man das ganze Feuer überall löscht.
Was ich aber nicht ungefähr denke, aber okay. Oh. Naja, immerhin sind quasi fast immer nur... Wow, der hat ja einen Flammenwerfer. Ja, es ist eine spritzige Abwechslung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, da müssen wir wieder Pudding benutzen. Da ist nix. Da geht es weiter. Okay, Pudding. Oh, Halleluja, mein Herz. Die Mucke hat sich auch wieder verabschiedet. Liegt das jetzt an dem Emulator oder einfach an dem Spiel? Da habe ich selber keinen Schimmer von. Ja, bevor ich den falschen Weg gehe, ich mache mir lieber einen Save. Wir haben gerade mal 12, aber es geht relativ schnell. Genau. Schieß noch weiter Feuer. Du bist doch gar nicht von Feuer umzingelt, mein Freund. Warum bist du dann da und willst gerettet werden? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, da kommen wir so nicht hoch. Okay, ich glaube, das ist das einfachste Level seit langem. Oh, drei Stück. Ah, da freut ihr euch alle und ich freue mich auch. Das habe ich mir auch mal verdient, ein richtig ordentliches, leichtes Level. So, nochmal ein bisschen Wasser tanken. Jetzt bin ich mir natürlich nicht sicher, ob wir hätten vielleicht noch da hinten hingehen sollen. Ich habe so ein Gefühl, wir können vielleicht den Flammenwerfer löschen, indem wir das Feuer... Ach, das Wasser benutzen. Feuer mit Feuer, wollte ich schon sagen. Ach ja, ja, ja. Hier ist bestimmt ein Höhleneingang oder so. Nee, da ist sogar Feuer. Das kann ja nur ein Gobo sein. So. Dann wollen wir mal. Ach so, tatsächlich, es war nur ein Gobo. Ja, wir hätten wahrscheinlich doch erstmal hier hingehen sollen. Hier scheint auch nichts zu sein. Wunderbar. Naja, nach dem Level können wir wenigstens das Trophäenlevel in Ansporn nehmen. Vielleicht sogar noch den Bossgegner. Und dann betreten wir die vierte Welt. Und dann haben wir schon über die Hälfte des Spiels durch. Und dann bin ich sowas von erfreut. Wenn ich dieses Let's Play hinter mir habe. Ihr könnt mir von mir aus Hates unter diese Videos schreiben. Ist mir egal. Ich weiß, dass ich hier wirklich übelst verkackt habe. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und das zu Recht. Ja. Aber ich quäle mich extra, damit ihr 100% seht. Auch wenn es vielleicht ein bisschen nervig ist. Was ist das jetzt? Oh nein. Bewegt sich das Ding? Oh, du hältst dich fest? Voll der Coole. Aber trotzdem verstehe ich nicht. Kann man hier sterben? Ich habe keinen Plan, aber ich habe es einfach mal gelöscht. Jetzt bin ich mir natürlich nicht sicher, ob wir hätten wirklich alle Stellen löschen müssen. Löschen müssen, damit wir irgendwas Spezielles bekommen. Sollte es der Fall sein und ich check das nicht und ich bin schon in der nächsten Welt oder sonstiges, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren. Oh, Robogobo brauchen wir hier. War ja nicht anders zu erwarten. Wir haben die Hälfte der Gobos gesammelt, meine Freunde. So, hier kommt aber wieder ein Safe State. So, okay. Robo-Gobo bestimmt durch Feuer fahren oder sonstiges. Komm schon. Hä? Der ist ja direkt am Anfang. Naja, immerhin. Einer fehlt noch. Komm schon, ein Herz? Ja, ein Herz. Bitte, bitte. Hier gab es aber nicht wirklich Edelsteine oder sonstiges. Gibt es überhaupt Edelsteine? Ach, die kriegt man bestimmt alle 100, wenn man das Feuer gelöscht hat, oder? Kann das sein? Boah, tut mir leid, Leute. Ich muss ein bisschen husten, sonst habe ich so einen Frosch im Hals.
Okay, hier scheint nichts zu sein. Dann bin ich mal gespannt, was uns in der Höhle erwarten wird. Oh mein Gott, ein Checkpoint. Ja, hier hätten sie sich den Checkpoint ja eigentlich sparen können, oder? Was haben wir denn hier? Ich glaube, von da sind wir fast... Ja, okay, da. Ah, dann kann man nochmal zurück. Ich wette mit euch, damit man das Feuer löschen kann. Falls einige sich so denken, oh nein, ich kann nicht mehr zurück. Oh, verdammt. Jetzt sind das sogar schon 4 Gobos. Wahrscheinlich wussten sie nicht, wo sie die Gobos überall platzieren sollten, deswegen so viele an einer Stelle. Toll, jetzt fehlt mir Wasser, genau dann. Kommt schon, bitte. Ist hier irgendwo Wasser? Ja, Mann. Komm schon, ja, Wasser. Ich habe zwar gerade keinen Schimmer, wo ich jetzt hier bin. Nee, ich habe so ein Gefühl, wir gehen zu weit. Das gefällt mir gar nicht. Ich gehe zurück. Wenn ich schon mal dabei bin, ein bisschen Wasser sammeln. Oder man kriegt vielleicht sogar einen Herzcontainer, wenn man alles gemacht hat. Aber darauf können wir pfeifen. Wir haben uns sowieso so gut wie alle gekauft. Also wir können ja keine mehr haben. Falls ihr das im letzten Part gesehen habt oder mitbekommen habt, gab es da noch irgendwo Feuer? Nicht, dass ich wüsste, ne? Nein. Nee, stimmt. Da waren ja nur die Plattformen, wo die ganzen Gobos drauf standen. Genau, du spawnst einfach wieder. Ist okay. Oh, da musste man ja zweimal Feuer... Ah, boah, wie viele Gobos waren da, bitteschön. Wie kommen wir denn darüber? Ach so, mit der Plattform, ja, ich verstehe. Da können wir... Ja, okay, wir können da hoch, aber hier ist nichts. Wenigstens hat sich das, also die Frage erledigt. Ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Wie geil wäre das bitteschön, wenn wir jetzt stampfen können, die fallen da runter. Aber das wäre schon ein bisschen assi, oder? Ja, und da ist auch schon der Pokal. Ja, aber wir müssen trotzdem den unten, also den unteren Weg gehen. Stimmt, so kommen wir darüber. Das hätte ich fast vergessen. Ey, du brauchst doch keine Hilfe, verdammt. Naja, wenn wir schon mal hier sind, warum... Oh, haben wir kein Wasser mehr? Doch, haben wir. Ach so, der Schlüssel war ausgerüstet. Genau, wir sterben fast. Scheinbar kommen wir mit dem Ballon dahin. Aber weil ihr mich kennt und ich keine Lust habe zu sterben, habe ich jetzt ein Safe gemacht. Dafür brauchten wir den Schlüssel. Ah. Komm schon, wow. Ja, und wenn wir dann die restlichen da einsammeln am Schluss, werden wir wahrscheinlich alle bekommen. Oder, ja doch, ich denke schon. Okay, in diesem Part haben wir ja schon relativ einiges geholt. Was mich noch verwundert. Hau ab, ey. Hau bloß ab. Nicht killen, nicht töten, gar nichts. Ich will einfach nur dieses Level hinter mich bringen.
Ich weiß nicht warum, ne? Aber diese Gobos scheinen ja nicht wirklich hell zu, also helle zu sein. Wer hält sich freiwillig die ganze Zeit mit einem Arm da dran fest und wartet auf Croc? Okay, hier sind Gegner und das Ganze brennt, ne? Aber ich weiß nicht. Ich hätte mich wenigstens versucht, oben drauf zu stellen. Ich weiß. Logik mit Videospiele verbunden, das sollte man lieber unterlassen. Deswegen sind es ja Videospiele. Ich habe jetzt keinen Bock, mich umzudrehen, weil ich die Befürchtung habe, dass wir dann runterfallen. Darum werde ich jetzt einfach so darüber kraxeln. So. Okay, ich werde mir die Trophäe erstmal unter den Nagel reißen. Genau, da vorne ist erstmal ein Gegner. Alter, willst du mich verarschen? Was sollte das denn jetzt bitte? Nicht mit Mr. Horror Jumper. Mann, ey. Komm schon. Ja. Es werden wahrscheinlich öfters so Typen jetzt kommen. Ja, genau. Genau das habe ich nämlich damit gemeint. Wie soll ich das denn überleben? Der wird... Oh. Ich liebe Save States. Vor allem in diesem Spiel. Ey, wollt ihr mich jetzt wirklich... Kann das jetzt die Wahr... Ach, kann das jetzt die Möglichkeit sein? Boah, das Feuer hat uns zum Glück nicht erwischt. Ich hätte schwören können, dass es uns erwischen würde. Komm schon. Ja! Schön, gut gemacht. Okay, jetzt weiter überleben. Wir haben nur noch einmal Wasser, aber... Hier sind auch alle Gobos. Ach so, jetzt müssen wir nur noch aus dem Level rausgehen. Deswegen gibt es diese Abkürzung. Okay, man kann jetzt sagen, wer hätte das gedacht, aber... Naja, wenn die uns es nicht so einfach machen wollen, dann... Dann eben nicht. Dann müssen wir halt diesen Weg gehen. Jetzt ist die Großacht da. Da geht es raus in die Freiheit. Ich wollte schon sagen, ist das Ding jetzt hängen geblieben, aber ich habe zum Glück ein Safe State gemacht, also... Oh oh. Oh je, dieser grüne Wohltäter. Ich darf bloß kein X oder so drücken, also der Text ist dann leider so langsam. Lass meinem schrecklichen Dorfstampfroboter freien Lauf. Aber er ist noch nicht fertig. Eure Bosheit. Der sieht irgendwie lustig aus, er ist irgendwie süß. Zum ersten Mal, dass wir den Clip nicht wegdrücken. Boah, sonst immer, weil ich schnell drücken wollte, damit der Text schneller geht. Das ist ja echt ätzend, das hätten die anders machen können. Deswegen tut es mir leid, wenn ihr die meiste Story verpasst habt in den anderen Leveln. Der Dorfstampfer. Ist er jetzt im Dorf? Oh, wir haben 9 KP und... Achso, wir sind jetzt direkt im Boss-Level, oder was? Aber da wollte ich doch noch gar nicht hin. Ich wollte doch erst in dieses Trophäen-Level. Ich gehe nochmal raus, Leute. Ich gehe in das Trophäen-Level, das werde ich noch versuchen zu machen. Ich werde da auch keine unnötigen Edelsteine sammeln, weil ich da einfach durchrushe, weil wir eh genug haben. Ach so, das ist hier die Tür. Ach, direkt am Anfang.
Okay, jetzt ergibt das Sinn. Moment mal, wir haben doch Robo. Ja, okay. Ich sollte den mal vielleicht kurz kaufen. Ich würde sagen, ja, dann bis gleich. Okay, so. Ich war kurz ein bisschen shoppen und jetzt gehen wir endlich. Moment, das will ich ausprobieren. Ah, nee. Nee, das war ja nicht dieser Shop. Der war ja in der Eiswelt. Oh, Mann. Ich habe mich gerade beim Springen verschätzt. Wo war jetzt nochmal die Tür? Ach, die war doch da unten, oder? Hier rechts. Genau, jetzt können wir da rein. Okay, dann rushen wir da jetzt durch. Höhlenwesen, Stamm, Geheimhöhle. Oh, die fette Mucke, die ist so übertrieben feier. Und natürlich unser Lieblingsding, wo wir jetzt wahrscheinlich wieder nach rechts oder links drücken müssen. Genau, konnte ich mir ja denken. Oh. Wie gesagt, ich sammle die Edelsteine jetzt nicht, weil wir sie nicht benötigen. Also ist es eigentlich Schwachsinn. Und ich denke mir mal nicht, dass wir dafür was bekommen. Außer volle Energie. Deswegen konzentriere ich mich jetzt eher auf den Weg mit Ausweichen und so. Ich habe voll Schiss, da jetzt runterzufallen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das jetzt die ganze Zeit einfach fährt. Wehe, da kommt jetzt so eine Sprungpassage, die man nicht sieht, nur im richtigen Moment. Das kommt definitiv. Komm schon. Ärgert mich doch nicht so. Kann das nicht irgendwo mal zustande kommen? Also zum zum Stehen kommen. Weil wenn wir da runterfallen, müssen wir nochmal den ganzen Weg fahren. Keine Ahnung, ich habe jetzt mal nach rechts gedrückt. Wahrscheinlich sind wir sonst im Kreis gefahren oder so. Das sind aber merkwürdige Kurven. Oh. Wo sind wir jetzt? Müssen wir jetzt geradeaus fahren? Ich habe gerade keinen Schimmer. Es kommt mir endlos vor, diese Strecke. Hallo? Der Part wird wahrscheinlich sehr lange. Ich glaube, hier waren wir eben, ne? Ja, ich glaube schon. Das ist bestimmt nochmal, um die Edelsteine zu sammeln. Oh ne, ich hätte gerade ausfahren müssen, oder? Nein, hier waren wir. Das will uns ja echt veralbern, oder? Boah. Oh Mann. Stellt euch vor, das checkt keiner und der denkt die ganze Zeit, boah, wie lang ist das Level? Komm schon. Schneller. Boah, was für eine Riesenrunde man einfach fährt, ne? Nur weil ich nach rechts gedrückt habe. So. Ja, wir sind wirklich tatsächlich an derselben Stelle nochmal. Jetzt lasse ich aber vorne, also geradeaus gedrückt, dass wir nicht schon wieder nach rechts fahren. So, jetzt müsste es ja... Oh, nee. Geht's jetzt hier weiter? Doch, ich glaube schon. Ja, sieht ganz danach aus. Wenn nicht, hätte ich nochmal nach rechts drücken müssen. Weil sonst fährt er wahrscheinlich wieder im Kreis. Ich habe so ein Gefühl, es ist im Kreis gefahren. Och, tatsächlich. Ja, ist im Kreis gefahren. Wir hätten in die andere Richtung gemusst. So, jetzt erstmal geradeaus. Das war richtig.
Das heißt, wir müssen uns den Weg merken. Wow. Nein, warum bist du denn nicht nach da gefahren? Oh Gott. Können wir nicht schneller fahren, indem wir springen oder so? Das ganze Level, das zerstört mich. 30 Minuten, verdammt nochmal. Ja, sogar die Musik hat aufgehört. Ja, okay, jetzt ist sie wieder da. Okay, das heißt, wir müssen jetzt geradeaus fahren und dann muss ich rechts gedrückt halten. So, jetzt geradeaus. Rechts gedrückt halten. Aha. Ja, okay. Die Gegner sind eigentlich sinnlos, weil sie können uns, glaube ich, gar nicht treffen. Wow. Komm schon. Der Part wird ein bisschen zu lange. Tut mir leid, aber ich möchte jetzt hier nicht einfach aufhören. Nein. Sind wir jetzt richtig? Ja, wir sind richtig. Wir sind richtig. Gott sei Dank. Ja, ich würde trotzdem sagen, dass ich diesen Part hier erstmal beende. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Jump'n'Run Time mit Mr. Jumper. Auf Wiedersehen.